Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hero Zero. Ja, Leute, was geht? Gestern war ja ein bisschen eine strange Folge. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so sich so irgendwie dann. Hallo Nora, was ist los? Dass sie dann so im Endeffekt wird. Aber ihr habt sie gut angenommen. Habt schön fleißig kommentiert, das war wirklich nice und ich danke euch sehr für euren Support. Auch wenn Cookie ein wenig dann nochmal in die Wunde reinsticheln musste, weil nur, er meinte, ich glaube, sechs Leute ihn persönlich im Game angeschrieben haben mit Free Schlibber. Aber es war ja, da sieht man einfach mal daran, dass viele von euch die Ironie verstanden haben, ne? Nee, ist okay. Ja, was steht heute auf dem Plan? Ich würde auf jeden Fall ein paar Endlos-Sander-Einsätze machen, denn ich habe vor uns geschaut, es sind drei Stück verfügbar. Ich bin komplett schon durch, Energie ist nichts mehr. Ach, wartet, da fällt mir ein. Nein, ich habe ja noch einen Gutscheincode. Ach Mensch, das fällt mir immer erst ein, wenn ich den Satz sage. Ah, das war. Was ist da? Nee, das war's. 20, ja, okay, die 20, die spielen wir hier noch fix weg. Da wird es auf jeden Fall easy, 187. Ich dachte mir, durch die Sondereinsätze mache ich dann einfach Stufe 187. Aber, ja, wir machen einfach beides. Durch Sondereinsätze und durch die Mission werde ich hier locker noch die 187 erreichen. Und kann mir dann in Ruhe. Oh, der hat Adlerauge. Die Ausweichchance des Gegners wird um 5% verringert. Ist das so gut? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nehme ich ihn mal rein, weil er keine Kraft hat und damit die Sondereinsätze ohne Probleme easy peasy durchzuspinnen, keine Ahnung, durchzukämpfen sind. Ja, heute meine letzte Nachtschicht. Ich freue mich, weil es heißt, morgen kann ich meine Freunde wiedersehen. Ich weiß nicht, ob ich es dann weiterhin schaffe, jeden Tag ein Video für euch zu bringen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, werde es mit meiner Freundin absprechen. Aber wenn es mal nicht so ist, dann nehmt es mir bitte nicht krumm. Ja, das wollte ich halt einfach nur sagen. Und schaut euch gern das Video von heute Morgen an. Ich habe heute Morgen nach meiner Nachtschicht noch ein Yu-Gi-Oh! Video hochgeladen. Beziehungsweise aufgenommen, geschnitten und dann hochgeladen. Weil heute Nacht ein Update rauskam für Yu-Gi-Oh! Und da dachte ich mir, ach komm Fabi, was soll der Geiz? Setzt du dich nochmal, egal wie müde du bist, an PC und machst mal noch das Video. Damit du mal ein paar von den neuen Packs aufmachen kannst. Genau, das habe ich heute früh gemacht. Dann bin ich ins Bett, hab gepennt und ja, bin erst vor ein paar Stunden aufgestanden. Und jetzt wollte ich noch fix, bevor ich auf Arbeit wieder muss, ein Video für euch aufnehmen. So, dann schauen wir mal, was es hier so Schönes gibt. Schuhe. Ein neuer Umhang. Ich habe übrigens immer noch nicht den Gürtel von dem Event gefunden. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Der ist irgendwie weg. Der will nicht zu mir. Der denkt sich einfach so, nö, nö, auf dich, nö, auf dich habe ich keine Lust. Du bleibst schön ohne. Oh, plus 46, nice. Für einen nicht super epischen Gegenstand, aber ein Set-Gegenstand. Okay, Set-Gegenstände haben allgemein, wenn man sie zum ersten Mal droppt, nochmal ordentliche Plus, Skillung. Ja, ich brauche eh nochmal ein paar Wurfwaffen. Oh, der Gürtel! Ich fasse es nicht, sogar für Münzen ab damit, Mensch! Auf geht's, Leute, auf geht's! Na, Mensch, nice! Oh! Ist zwar schlechter, deswegen machen wir den nicht ran. Aber jetzt haben wir hier wenigstens das Set completed. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das Event in Anführungsstrichen noch geht. 10 Trainingseinheiten löse ich später ein. Nicht jetzt. Aber wir haben wenigstens die ganzen Set-Gegenstände. Nice. Ach, so muss das, Leute. So muss das. Gut. Die holen minus 35? What the fuck? Die holen wir uns doch nicht. Nee, 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 nee. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Boah, ich bin komplett aus der Rolle. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich jetzt direkt hier diesen Gürtel noch bekomme. Damit ich diese. Wie nennt man das eigentlich? Sammlung. Diese Sammlung halt vervollständigen kann und damit meine 10 Trainingseinheiten abholen. Nice.
So, ungelogen, ne? In meinen ganzen Nachtschichten, die ich jetzt hatte, heute ist meine insgesamt 8. Nachtschicht, kam nur ein Schurke war da, ein Schurke in der Nacht. Ansonsten kein einziger, ne? Und jetzt heute beispielsweise kam wieder ein Schurke, ich glaube 17 Uhr. Ich bin aber erst, ich glaube, halb, beziehungsweise viertel vor um 6 aufgewacht und hab den gar nicht mitbekommen. Nee, der muss früher gekommen sein, ich glaube 16 Uhr. Da ist aber egal, auf jeden Fall bin ich da erst online gekommen, als der fast down war, hab genau 2 Angriffe geschafft und dann war er down. Hab ich zwar keine extra Energie bekommen und keine extra Trainingseinheiten, aber nun gut, was soll man machen? Irgendwann muss der Mensch auch mal schlafen, gerade wenn man Nachtschicht hinter sich hat, dann ist das halt so. So, der letzte Endlos-Sander-Einsatz für diese Folge wird jetzt durchgenommen. In der Hoffnung, dass nochmal ein paar coole Gegenstände hier vorbeischwirren. Den Liga-Gürtel habe ich, glaube ich, heute Nacht in einem Liga-Match gewonnen. Einfach so random. Halt random, also in einem Liga-Match gewonnen. Fand ich ganz nice. Vor allem, weil er halt Plus... Wo? Nee, Pluswerte hatte. Und deswegen habe ich den natürlich direkt angezogen und finde den auch... Okay, er passt nicht wirklich zu meinem super schönen Outfit des Glückspilzes. Aber nun gut. Was soll's, es kann ja nicht immer alles passen, ne? Kondi, 577. 515. Direkt erstmal da hinten reingebasht. So. Jetzt ziehen wir uns nochmal um. Machen noch den letzten Endlos-Sondereinsatz zu Ende. Und dann schauen wir mal, was noch so geht. Scheiß Mission. Heute, muss ich wirklich sagen, kann ich mich nicht so sehr aufregen über die Mission über den Tag verteilt. Es waren größtenteils ganz in Ordnung Missionen. Also jetzt keine super krasse Mission, aber wenigstens Missionen, wo ich nicht sage, die sind total in... Keine Ahnung. Total zum Kotzen. Ne? Aber nur gut. Ich sag mal, was soll man machen? Man kann es ja eh nicht ändern. Da muss man ja noch froh sein, dass man relativ viele Level-Ups bekommt. Ich glaube... 1-2 oder so pro Tag schaffe ich, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube schon. Und da werden ja die Missionen refreshed, ne? Und deswegen ist es ja ein kostenloser Refresh. Und da hat man ja meistens Glück, dass man ein paar bessere Missionen wieder am Start sind. Aber trotzdem, das ist einfach manchmal wirklich so, wenn überall komplett, wie viele Zonen habe ich jetzt? Ich glaube 9 oder so. 9 Zonen, das sind 9 mal 3, 6. 27 Missionen und keine einzige Mission hat irgendwie ansatzweise 500-600 EP pro Energie, ne? Und beziehungsweise pro Energie oder pro Minute? Weiß ich gar nicht. Eigentlich pro Energie, oder? Ich glaube schon, eigentlich muss man pro Energie rechnen. Ja, weil die Minuten ist ja nur die Verkürzung durch unseren Booster im Team. So sieht's aus. So, ziehen wir uns mal wieder was Schickes an hier. Schauen, ob die gerade erwirtschaftet... Warum ist das eigentlich gewöhnlich? Hoffentlich habe ich nochmal was gesammelt. Ist das hier... Das ist ein Umhang? Saugender Helfer der übertriebenen Saugkraft ist ein Umhang? What the fuck? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie Gadget oder vielleicht auch eine Waffe. Aber ein Umhang? Interessant. So, alles Minus. Oh, da ist nochmal eine Peitsche, die ist auch Minus. Ich brauche ein Gadget. Aber ich habe kein Gadget. Kein Gadget am Start, schade. Aber nun gut, muss man mit leben. Auf jeden Fall ist die Skillung so ganz in Ordnung, meiner Meinung nach. Ich habe wieder 1,2 Millionen Münzen. Ich habe sogar gerade einen Arbeiterroboter zur Verfügung, aber ich weiß nicht, was ich ausbauen soll. Ne? Ich habe heute den Generatorraum auf Stufe 8 mit ausgebaut. Jetzt habe ich die ganzen Generatorräume hier auf Stufe 8. Dann habe ich meine Arbeitsroboter-Verbesserungseinheit um 2 Stufen erhöht, sodass die Geschwindigkeit von Bauaktionen jetzt um 40% erhöht wird. Aber mehr kann ich nicht ausbauen. Also wüsste ich jetzt nicht was. Kampf- und Verbesserungseinheit kostet einfach viel zu viel. 1,5 Millionen, da habe ich keinen Bock drauf. Vor allem kosten dann... Dauert es dann auch wieder länger, die Angreiferbots zu, wie soll ich sagen, zu herzustellen. Na, ich bin jetzt schon bei, ich glaube, 1 Stunde und 40 Minuten für 10 Stück. Das dauert dann wahrscheinlich 2 Stunden und das ist einfach too much. Das Einzige, was ich noch verbessern könnte, wären jetzt langsam mal wieder meine Manufakturen hier und meine Minen. Aber ich will wahrscheinlich erstmal auf das nächste,
auf das nächste Upgrade der Versteckzentrale hoffen, auf Stufe 15, weil ich gerade wieder so viele Rohstoffe angesammelt habe. Und deswegen wird jetzt hier nichts ausgebaut, sondern in den Helden noch fix gesteckt. Zack, zack. Zumindest bis 1 Million. Wir verskillen mal die 200.000. Und wir gucken mal, wie lange es noch dauert, bis ich mein Lager wieder voll habe, damit ich die Versteckzentrale ausbauen kann. Ah, leider nicht komplett auf 1 Million gekommen. Aber nun gut. So. 8 Energie haben wir noch über. Ja, nehmen wir mal die Mission an. Jetzt machen wir noch kurz hier die Angriffe. Und dann geht's auf die Rangliste und dann ist schon wieder zappen duster. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass sich einige, zumindest einige aus meinem Team, aufgeregt haben über meine Verabschiedung. Dass ich die gestern so ein bisschen erstens nicht Standard gemacht habe und zweitens ein bisschen verkackt habe. Aber Leute, die Folge gestern, die war einfach allgemein so strange und ich hatte irgendwie ganz viel Ballaballa im Kopf. Ballaballa, war das nicht so eine Haribo-Dings? Nee, das hatte ich nicht im Kopf. Ich hatte Spaghetti im Kopf, ist auch ne? Nee, Honig im Kopf. Ha! Genau, ich hatte Honig im Kopf. No Trademark. Alter, ich habe schon wieder Honig im Kopf. Ich sag's euch. Auf jeden Fall wird das ab heute wieder alles in seiner ordentlichen Form stattfinden. Keine Sorge. Bleibt einfach dran, um es zu hören. Zack, zack, zack. Außerdem hat jemand in die Kommentare geschrieben, ob ich nicht mal ein Community-Projekt machen könnte. Das ist eine gute Idee. Hatte ich ja auch früher schon mal gemacht, wo ich auf Server 1 mein HZ-Tagebuch hatte, wo viele dann in mein Team gekommen sind und wir gemeinsam ein bisschen HZ auf Server 1 gespielt haben mit neuen Accounts. Kam eigentlich auch gut an. Das Problem ist nur, ich habe halt safe keine Zeit für sowas. Ne? Ich habe ja schon gesagt, Server 5, ich vernachlässige ihn jetzt nicht ultra krass, aber ich bin halt nicht mehr so aktiv wie bei meinen Road to Server 14 Videos. Da habe ich ja wirklich dort auf Server 5 jeden Tag die komplette Energie und Training weggespielt und das schaffe ich halt jetzt wirklich nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich hier alles schaffe, gehe da durch die App ganz entspannt, aber bei der App immer die Server zu wechseln, das ist so anstrengend und so nervig, da habe ich einfach keine Lust drauf. Und deswegen muss ich bei Server 14 bleiben, deswegen kann jetzt demnächst erstmal kein Community-Projekt stattfinden. Ich werde mir was überlegen für die entfernte Zukunft, ob ich da nochmal irgendwas starte, aber jetzt vorübergehend erst einmal nicht. So, ich habe gerade gesehen, ich habe meinen Begleiter noch gar nicht wieder drin. Zack, zack, zack. Gut. Haben wir jetzt alle gemacht, ja, ne? So, 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 ja. Gut, dann gehen wir nochmal auf die Rangliste ein. Was sehen meine Äuglein da? Ich bin in der oberen Hälfte in der Ehre. 12. Platz mit 30.412 Ehre. Nice. Das freut mich sehr. Nun gut. Also, wir schauen mal auf das normale Ehre-Ranking. Florette, weiterhin auf der 1 mit 39.832 Ehre. Topstar auf der 2 mit 38.122 Ehre. Und Mr. Warsch auf der 3 mit 37.513 Ehre. Midnight Oma mit 36.374 auf der 4. Also Leute, das sind die drei, die auch im Wochenturnier ordentlich am Hasseln sind, sage ich mal. Mit Sektor zusammen. Da schauen wir dann ja noch aufs Wochenturnier. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich das jetzt entwickelt hat. Bei der Stufe sieht es wie folgt aus. Ich bin immer noch in den Top 50. Schulterklopf. Mr. Shinsen auf der 1 mit Stufe 230. Cookie 137 auf der 2 mit Stufe 225. Und Syntex auf der 3 mit Stufe 220. Mir fällt nichts ein und Kitty Cats sind weiterhin hier gleich auf in der Stufe mit Stufe 217 auf den Plätzen 4 und 5. Und danach ist wieder ein großer Schritt bis zur Emma. 7 Stufen Unterschied. Also die 5 hier sind wirklich ordentlich am Reihen buttern, wie man so schön sagt. Und die danach auf jeden Fall, also auch, ne? Also alle, die jetzt schon über 200 sind, sind gut. Ich bin schlecht. Das war das Statement des heutigen Tages. So, bei der Ehre sieht sie folgt aus bei den Teams. We Are Legion, mein bzw. unser Team, weiterhin auf dem ersten Platz mit 15.820 Ehre. Notausgang auf dem zweiten Platz mit 14.500 Ehre. Und Neon auf dem dritten Platz mit 14.450 Ehre. Hat's mal wieder jemand geschafft? What?
Oh, ich bin schon zurückgegangen, um zu klatschen. Da sehe ich, dass noch eine Quartierstufe fehlt. Aber trotzdem, schon mal vorab, Monster AG, Glückwunsch, dass ihr es geschafft habt, den Fast-Vollausbau zu erreichen. Ja, viel Spaß hier auf Server 14 weiterhin. Und jetzt sind es endlich 8 Teams mit dem Vollausbau. Herzlich, also so gut wie, ne? Also die eine Quartiersstufe fehlt noch, aber das wird heute Nacht, spätestens morgen dann auch noch geschehen. Von daher können wir das schon mal so registrieren. So, dann hat sich jemand gewünscht, dass ich die Trophäen der Top-Teams anzeigen soll. Und das mache ich doch gern. We are Legion. Wir haben 4 Energietrophäen und eine Trainingstrophäe. Notausgang hat 3 Energietrophäen, eine Trainingstrophäe und eine Belohnungstrophäe. Neon hat 3 Energietrophäen und 2 Trainingstrophäen. Nicht schlecht. Red Desert hat 2 Energietrophäen, 2 Belohnungstrophäen und eine Mut-Trophäe. Leaky Dealer hat eine Energie, eine Training und eine Mut-Trophäe. Absolute Beginners hat eine Trainingstrophäe, eine Energietrophäe und eine Belohnungstrophäe. Evolution hat 4 Trainingseinheiten. Respektable Leistung. Penner Exil hat eine Mut-Trophäe und eine Energietrophäe. Und Unit of Heroes hat eine Trainingstrophäe und eine Mut-Trophäe. Puh. Dann bei der Liga. Ich muss das mal hören, was meine Katze macht. Ganz komisch klang das gerade. Wow, Topstar! Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zum ersten Platz in der Champions Liga mit 1702 Ligapunkten. Da kann man ruhig mal klatschen. Florett damit auf den zweiten Platz mit 1683 Ligapunkten. Dass ich das mal noch sagen darf. Florett damit auf dem zweiten Platz. Gestern oder vorgestern habe ich mich noch drüber lustig gemacht, dass ich halt immer wieder sage, ja, Florett weiterhin auf dem ersten Platz und so. Und jetzt, danke Topstar, danke dafür. Und ich bin Lizardman auf dem dritten Platz mit 1596 Ligapunkten. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an dich. Dann bei der Erfahrung, bei dem Erfahrungswochenturnier mit 2,14 Millionen Erfahrungspunkte, mir fällt nichts ein. Auf der 1 Kitty Cat, auf der 2 mit 1,928 Millionen Erfahrungspunkten und Cookie137 auf der 3 mit 1,889 Millionen Erfahrungspunkte. Damit genau, schaut euch das an, genau 1000 auf die Kommazahl genau, 1000 Erfahrungspunkte über Shinsen, der auf der 4 gammelt, da kann man schon fast sagen. No offense, my friend. Bei der Ehre sieht es weiterhin wie folgt aus: Sektor auf der 1 mit 32.960 Ehre plus. Aber Mr. Warsch ist wirklich hart dicht dran. 500 Ehre fehlen nur, dann würde sie ihn fast überholen. Okay, genau 600 und 1 Ehre fehlen. Midnight Oma ist jetzt auf der 3 mit 31.108 Ehre plus. Das heißt, Midnight Oma ist hier ordentlich am Reinbuttern, hat Justin 2 von der 3 verdrängt und hat sogar 4000 Ehre schon aufgeholt zu den oberen 2. Also die möchte hier bestimmt noch mit oben angreifen. Dann wird es ein spannender Dreikampf hier für den ersten Platz. Ich bin gespannt. 2 Tage habt ihr noch Zeit. Viel Spaß euch. Dann beim Heldenversteck sieht es wie folgt aus. Bei dem Ruhm ist weiterhin Number 8 jetzt der neue Führende mit 83.344 Ruhm. Adlerauge 123 weiterhin auf der 2 mit 82.549 Ruhm. Und Trumpnuss auf der 3 mit 79.723 Ruhm. Bei dem Ausbau ist weiterhin Florett auf der 1 mit 49%. Schlummerstürmer, meine Wenigkeit, auf der 2 mit 47%. Und Porzeng auf der 3 mit 47%. Mensch, der ist jetzt auch ordentlich hier am Aufholen. Rich Boy vs. Starboy ist damit auf die 4 gegangen und mir fällt nichts ein und Mr. Shinsen auf der 5 und der 6. So, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich gucke schon skeptisch auf die Uhr und sage, Scheiße, ich muss auf Arbeit. Ich lade euch das jetzt noch fix hoch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich verabschiede mich. Bis morgen, euer Schlipper Stürmer.